Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy VII im Remake. Wir befinden uns immer noch in Sektor 8. Wir haben am Ende der letzten Folge Aerith angetroffen. Sie hat uns ein Blümchen dagelassen, was wir hier abgenommen haben. Wie man unschwer erkennen kann, wenn man sich Cloud ein bisschen genauer anschaut. Und für mich beginnt heute eine neue Aufnahmesession. Die schlechte Nachricht ist, ich werde heute wahrscheinlich wieder ein bisschen brauchen, um ins Kampfsystem reinzukommen, weil ich jetzt eine Woche nicht mehr gespielt habe. Asche über mein Haupt, es ging nicht anders. Aber es wird hoffentlich mit der Zeit wieder besser. So, ich weiß nicht mal, warte mal, unten hatte ich die Kommandos. Wir konnten zwischen Magie und Gegenstände switchen. Wir sind jetzt alleine. Wir waren temporär auch mal mit Barrett unterwegs. Und ja, wir gucken mal, was hier noch so abgeht. Oder auch nicht. Achso, ich hatte beim letzten Mal... Kann ich da was einsammeln? Da kann ich was einsammeln. Aber das kann ich erst einsammeln, wenn der Kampf vorbei ist, oder was? So, warte, ich weiß wirklich nicht mehr, wie das hier alles ging. Hier, nee, angreifen konnte ich so ganz normal. Okay, warte. Erstmal wieder ein bisschen warm spielen. Ob der Wachhund dafür die allerbeste Option ist, weiß ich noch nicht, aber... So, warte mal, die Gardisten abmurksen und danach auf die Hunde gehen, das war so ein bisschen mein Fahrplan, den ich beim letzten Mal verfolgt hatte. Und es gab hier noch die Möglichkeit, dem Ganzen mit Magie ein bisschen nachzuhelfen. Das tun wir dann an der Stelle. Und das ist, glaube ich, auch hilfreich. Ich habe gerade sehr viel Energie verloren. Ich weiß allerdings auch gerade nicht, ist das eine neue Materie? Ja, TP-Boost. Ich weiß allerdings gerade nicht, ob ich, als ich den Part heute begonnen habe, mit voller Energie dabei war. Das habe ich jetzt nicht... Das habe ich jetzt im Vorfeld nicht geprüft. So, warte mal. Wir müssen jetzt erstmal gucken. Wie kam ich nochmal ins Menü? Fangen wir mal wieder beim totalen Urschleim an. Ausrüstung und Materia. Hat er die direkt eingesetzt? Panzerschwert Bronzereif? Bin ich hier jemals drin gewesen? Ich weiß es nicht, aber ein Accessoire habe ich scheinbar noch nicht. Bronzereif sieht schnieke aus. Panzerschwert. Okay, so. Ich werde jetzt aber bei den Materia mal gucken. Wie komme ich runter? Hier Materia einsetzen. Dreieck, alles klar. So, Glut und Heilen. Ah ja, und jetzt kann ich hier theoretisch was austauschen. Okay. So, ich habe sehr, sehr wenige Slots. Zu wenige, hier fehlt einer. Was mache ich jetzt? Ich muss Prioritäten setzen. Heilen oder Glut? Eigentlich ist Heilen wichtig. Ich will den TP-Boost, den würde ich eigentlich schon ganz gerne haben. Ich meine, Cloud wird ja nicht mein primärer Heiler sein, ne? Aber ich will auch, dass der zaubern kann. Ich gehe jetzt mal auf die sehr offensive Variante. Guck mal, guck mal, da rechts, da sieht man dann direkt so als Mini-Vorschau, was Upgrades hier zur Folge haben. Alles klar, auf bis zu plus 50% kann das hochgehen. Na gut, jetzt fehlt mir natürlich die Heilung. Aber wir werden gucken, wie wir uns hier über Wasser halten können. So, da hinten war aber auch keine Sackgasse, ne? Was ist denn... Weil, wenn ich da hingucke, ist laut Karte da schon die Sackgasse. Moment. Hier kam ich her. Okay, wir gehen jetzt erstmal dorthin, wo wir Aerith getroffen haben beim letzten Mal in dieser wunderschönen Cutscene, wo ich nicht vergessen habe, wie mich ihre Schönheit einfach weggeflasht hat. Ich befürchte fast, dass mir das bei Tifa genauso gehen wird, weil ich auch bei Jessie schon so begeistert war und, ja, dass mir die Grafik hier sehr, sehr gut gefällt, das habe ich, glaube ich, schon mehr als deutlich bei den letzten Malen gesagt. Ey, es ist gefährlich. Es ist ein Granatenwerfer, ein Grenadier, pardon. Aber der tut trotzdem das, was auch ein Granatenwerfer, wenn es diese Bezeichnung gäbe, tun würde. So, irgendwas drücken, wenn ich Gegner ausgerottet habe, brauche ich nicht, ne? Der hat das ja immer selber automatisch irgendwie aufgesammelt. Wo kann ich mir jetzt nochmal anzeigen lassen, wie es um meinen Gesundheitsstatus bestellt ist? Da sehe ich das. Heiltränke habe ich scheinbar noch einige. Ich dachte, dass ich die beim ersten Boss irgendwie alle verballert hätte, aber scheinbar ist noch ein bisschen was über. Okay, bestärkt mich aber daran, dass es vielleicht ganz gut war, erstmal Heilen beiseite zu packen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir nicht allzu lange alleine reisen werden. Oh, da ist die nächste Materia. Voll im Materia-Rausch hier. Nice. Was gibt's hier? Ausweich-Rundumschlag. Okay.
Klingt was, was ich gerne anlegen würde, wofür mir jetzt aber die Slots fehlen und was jetzt erstmal hinten anstehen wird, aber man kann ja trotzdem mal gucken. Ausweichen und Umschlag. Der Standardangriff direkt nach dem Ausweichen wird zu einem Flächenangriff. Mhm. Und wenn auf Stufe 2, dann Attacke und Effektbonus für Ausweichen und Umschlag. Okay. Muss man dann wohl auch irgendwann mal angehen, ne? Beziehungsweise würde helfen, hier ein bisschen besser durchs Spiel zu kommen. Ey, lass mich jetzt hier bitte nicht auf dem richtigen Weg sein. Das ist doch keine Sackgasse. Ich komme hier auf diesen Riesenplatz. Das andere ist die Sackgasse gewesen. Sorry für das ganze Hin und Her, aber es ist hier nicht so leicht. Es ist hier nicht so leicht. Und da ich jetzt basierend auf den letzten Folgen meine, eine gewisse Linearität hier erkannt zu haben, muss ich auch davon ausgehen, oder gehe ich jetzt aktuell zumindest einfach mal davon aus, dass wir hier an diesen Ort nicht so ohne weiteres zurückkommen können. Das heißt, ich habe keinen Bock, hier irgendwelche Materia oder sowas liegen zu lassen. Oder anderen wertvollen Stuff. Springen konnte man ja hier nicht, ne? Ja, ich muss mich jetzt erstmal wieder mit dem Kampfsystem vertraut machen. Das hier wird auf jeden Fall, glaube ich, so der Dreh- und Angelpunkt werden. Ich habe nach dem Mrs. Arcade, aha. Ich habe nach dem ersten Bossfight so ein bisschen die Angst, dass das Spiel mich minimal überfordern könnte. Ich hoffe, dass das die Ausnahme bleibt, wobei ich schon mitbekommen habe, dass es hier einige knackige Bosse geben soll. Wir haben in den Streams zuletzt auch ein bisschen darüber gequatscht. Also spoilerfrei und so natürlich. Also, naja gut, das Grundgerüst der Story kenne ich natürlich. Aber so ein bisschen über den Schwierigkeitsgrad. Und ich glaube, das wird nicht die letzte Begegnung sein, die mich in Schwitzen gebracht hat. Das wollte ich damit sagen. Ist hier in der Ecke einfach gar nichts? Die können doch hier ans Ende dieser Sackgasse nicht einfach gar nichts packen. Aber Belohnung ist wahrscheinlich, dass es eine Sackgasse selber ist. Es ist für mich ist das schon Belohnung genug. Da weiß ich jetzt nämlich, dass ich nur noch den einen Weg habe. Alles gut. Kann ich mich gut mit arrangieren. Außerdem haben wir ja hier eine Materia gefunden. War hier noch irgendwas? Nö. Das wäre interessant. Eigentlich könnte Cloud das voll ausnutzen und hier die Läden plündern. Also ja, er ist nicht der Typ, der das machen würde. Aber hey, hier mal irgendwo Waffen mit rausnehmen oder so. Oder Heil-Items. Ich meine, das ist ja für einen guten Zweck, ne? Es ändert trotzdem nichts dran, dass das höchst kriminell wäre, aber in der Not und später würde man es uns eventuell danken. Man könnte ja auch Geld liegen lassen. Man könnte ja auch Geld auf den Tresen hauen und sagen so, zack, kein Verkäufer, aber hier, wenn er dann seinen Dienst antritt, wird er entlohnt für die Ware, die wir mitgenommen haben. Aber wir werden schon noch auf unsere Kosten kommen, was das Einkaufen angeht. So. Jetzt bin ich schon wieder verwirrt, stand ich schon mal an der Kreuzung. Da ist der große Platz. Da gehen wir jetzt erstmal nicht hin, sondern erstmal Seitengänge abfrühstücken. Da ist wieder einer. Ja, ich da. Das hast du schon gut erkannt, dass sich hier jemand tummelt. Warte mal. Warte. Ich wollte jetzt den Gardisten angreifen. Ach, der. Da ist er. Warum? Warte. Gegner anvisieren. So, ich habe jetzt gedrückt. Bleibt dieses Anvisieren jetzt bei dem? Ich hoffe doch. So, ich habe schon wieder Energie verloren und ich weiß auch nicht, wie ich das abwenden soll. Konnte ich ja ausweichen kann ich auch, alles klar. Ich muss also nicht die ganze Zeit wie eine besenkte Sau auf den einklopfen, sondern kann mich hier und da auch mal ein bisschen zurückziehen. So, Magie, Feuer. Welcher ist der fast tot? Ist der hier, ne? Ja, okay, dann hätten wir das schon mal erledigt. Ich nutze meine ATB-Balken noch zu wenig. Der erste Part, der ist übrigens noch nicht online, Leute. Der kommt heute, an dem Tag, wo ich das jetzt hier aufnehme. Geht ja online und Schockpotenzial groß. Lass uns einmal das hier machen. Also das, ich habe noch keine... Oh, ich bin in der Stufe gestiegen. Leider führt das nicht dazu, dass meine Gesundheit sich dadurch wieder erholt. Das wäre schön. Aber man kann nicht alles haben. So, dann bitte einmal hier angreifen. Ja, ich glaube, ich werde so ein bisschen, auch wenn es vielleicht nervig ist, ich werde so ein bisschen zwischen den Materia hin und her switchen. Denn jetzt gerade, also ich würde schon gerne eine Heilungsmöglichkeit haben. So, ich nehme dafür den TP-Boost raus. Das sind die beiden, zwischen denen ich jetzt immer so ein bisschen hin und her schwanken werde. Und leider habe ich ja festgestellt in der ersten Aufnahmerunde, dass... Kann man die Autos eigentlich auch zerstören? Nicht, dass ich das wollte, aber... Vielleicht. Scheinbar aber nicht.
Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, ja doch. Ich habe ja festgestellt, dass man Zauber nur im Kampf einsetzen kann und selbst Heilzauber nicht abseits von Kämpfen einsetzbar sind. Aber wir bekommen gerade wieder Heiltränke hinterhergeschmissen. Das finde ich gut. Kraftreif. Ah, gerade noch darüber gesprochen, dass ich hier nichts habe. Und siehe da, es kommt Bewegung rein. Ein Armband, das in der Lage ist, das Potenzial der Muskeln seines Trägers freizusetzen. Das Ding würde Barrett bestimmt nicht passen. Stärke erhöht sich um 5%. Das nehmen wir doch gerne mit. Wir wären schön blöd, wenn wir das hier nicht anlegen würden. Nice! Das ist eine Sackgasse nach meinem Geschmack. Sehr schön. Sogar mit Belohnung. Und nein, ich will damit nicht die andere dissen. Die hat uns auch eine Materia dagelassen. Aber nicht am Ende der Sackgasse. Was auch okay ist. Spiele dürfen auch mal unkonventionell sein. Und müssen nicht immer dem gleichen Schema folgen. Das ist in Ordnung. Ich verzeihe die Remake, okay? Wir sind immer noch Freunde. So, Heilung wäre wohl angebracht. Ich mache das jetzt nochmal über einen Heiltrank, weil ich jetzt hier keine Möglichkeit habe, das aus dem Kampf heraus zu tun. So, und dann habe ich jetzt die Befürchtung, dass hier gleich richtig die Eskalation losgeht. Ich speichere eben kurz. Und jetzt bin ich gespannt. Da sieht man aber schon Gardisten rumkrauchen, also kein fetter Bosskampf oder so. Es wird wahrscheinlich jetzt einfach nur eine Massenschlacht, wo ich, wenn ich mich richtig doof anstelle, den kürzeren ziehen werde. Man kann hier halt Kämpfen auch nicht so üben, ne? Ich kann jetzt hier zum Beispiel nicht ausweichen. Blocken wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Ich weiß gar nicht mehr, mit welcher Taste das ging. Musst du dir halt alles wieder beibringen, wenn du ein Päuschen eingelegt hast im Kampf. Und das ist gar nicht so leicht. Aber wir gucken mal. Ich kann ja auch gucken, ob ich die Gegner pullen kann. Ach nee, warte mal. Die Schultertasten waren dafür nicht. Hier rolle ich. Au. Okay, ich habe auf jeden Fall nichts gewonnen, wenn ich irgendwas übe. Wenn ich irgendwas übe und Schaden fresse, ohne dem Gegner Schaden zu machen. So, ich will jetzt den anderen eigentlich angreifen. Muss ich jetzt hier doch auf den zulaufen, um was zu sammeln? Keine Ahnung. So, Kumpel, mein ATB-Balken ist voll. Ich werde das jetzt nutzen, um Feuer auf dich... Nee, Feuer, wenn die im Schockzustand sind, ne? Irgendwie so. Ich nehme jetzt mal den Impulsieb. In der Hoffnung, dich jetzt schnell in den Schockzustand zu versetzen. Genau. Und jetzt setzen wir Feuer hinterher. Jawohl. Ich glaube, das ist die Marschroute, die ich fokussieren sollte. Zumindest klappt das bei den Gegnern hier, glaube ich, somit am besten. So, sehr schön. Ein bisschen was bekommen wieder. So, wo sind die Nächsten? Da sind die Nächsten. Oh, 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 oh. Ein bisschen zu spät gesehen. Ja, ich wollte eigentlich die anderen angreifen, weil die so schön nebeneinander standen. Tun sie das immer noch? Ja. Die haben sich ein bisschen aufgesplittet, aber nichts Dramatisches. Da kommen schon die Nächsten. Wobei, du bist ein Grenadier und kein Gardist, aber das ist okay. Menschliche Gegner sind hier bisher auf jeden Fall Funkdurchsage bereit zum Landen. Oh nein. Oh nein. Oh nein, was machen wir? Was machen wir? Macht wahrscheinlich das Falscheste, was man machen kann. Einfach auf dem Platz im Kreis rennen. Das ist, glaube ich, nicht die allerklügste Entscheidung. Ich verstecke mich. Verstecken ist eine gute... Aua! Nein, 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 nein! Beruhigen Sie sich! Hallo! Ey, diese Kombatanten. Ich erinnere mich. Die haben mir schon mal Probleme gemacht. Und jetzt habe ich hier gerade zwei Stück von denen. So, erstmal muss ich mich einmal heilen. Am besten heute noch Cloud. Dankeschön. So, und jetzt werden wir es gar nicht erst zulassen, dass der ATB-Balken voll wird. Wir werden jetzt einfach immer, sobald wir einen halben voll haben, also einen Balken, also wir haben ja zwei insgesamt, ich kann mich schon wieder sehr präzise ausdrücken. Ich werde jetzt immer gucken, dass ich hier das Bestmögliche raushole. Kann es sein, dass dieses Anvisieren manchmal von Gegner A zu Gegner B rüber switcht, obwohl du dem das gar nicht befiehlst? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das irgendwie so abstellen kann. Oder ich sehe das einfach nur falsch. Das Tempo ist mir ein bisschen zu hoch, um das jetzt hier wirklich gut einschätzen zu können. So, bitte einmal sterben. Ich werde jetzt nicht meinen ATB-Balken einsetzen, weil der gleich down ist, aber jetzt. So, jetzt bitte einmal. Ich kann mich auch einmal mal heilen, ne? Heilen wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ja, ist mir gerade lieber. So, und jetzt? Und jetzt holen wir nochmal. Oh, ich habe ein Limit. Ich habe ein Limit. Einmal Kreuzschlag bitte auf den. Wobei das wahrscheinlich sinnvoller ist, wenn der im Schockzustand ist, aber ist mir jetzt egal. Jetzt wird abgerechnet. Jawohl, bitte einmal abrechnen. Taschenrechner nicht vergessen. Lass ihn nicht entkommen. Okay, aber der ist down, ne? Das hat gereicht.
Okay. Alle Fluchtwege gesichert. Er wird umgehend Verstärkung von allen Truppen in der Nähe. Ja, alle quatschen, ey. Könnt ihr immer alle mal euren Sabbel halten und hier Taten sprechen lassen? So, sind das wieder zwei Kombatanten? Ne, das sind nur normale Gardisten. Okay, das ist kein Problem. Ich werde manchmal ein bisschen nervös, wenn ich Gegner umniete. Ich habe mich noch nicht so ganz daran gewöhnt, dass... was passiert eigentlich? Achso, bei Dreieck gehe ich in die Offensivhaltung. Ne, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich habe schon wieder vergessen, dass das unten links angezeigt wird. Ich werde manchmal ein bisschen nervös. Aua! Hallo, ihr macht aber ganz schön viel Schaden. So war das hier nicht abgesprochen. Es war eine gute Idee, Heilung wieder ins Portfolio mit reinzunehmen. Ich bin immer ein bisschen nervös, weil da ist so eine kleine Zeitverzögerung drin, bis du deine Belohnung siehst. Wenn du einen Gegner tötest. Ob es sonst noch einen Weg gibt, ich gehe am besten über die Dächer. Okay. Spießrutenlauf im Wohnviertel. Alles klar. Ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich gerade sehr an Castlevania Lords of Shadow 2 erinnert. Also ich weiß schon so ein bisschen warum, weil dieses mitten in der Innenstadt kämpfen auf so großen Plätzen und drumherum Chaos und von allen Seiten kommen Gegner und so. Das erinnert mich irgendwie am ehesten daran. Ich meine, ich spiele nicht viele Spiele, wo du dich in Innenstädten mit Gegnermassen in Echtzeit prügelst. Ich habe schon gesehen, dass da die Leiter ist. Das ist halt der richtige Weg, ne? Wir gucken mal, was wir jetzt drumherum hier noch so finden. Hier ist zum Beispiel eine Sackgasse. Aha. Mit Heiltränken unter anderem. Wird gerne angenommen. Wird gerne angenommen. Ich bin noch am überlegen, ob ich mir jetzt eigentlich schon reinpfeifen soll. Damit wir vielleicht gut gewappnet sind für den nächsten Kampf. Aber nö, hab mich jetzt doch dagegen entschieden. So, ich hoffe, das Spiel hält mich jetzt auf, wenn ich mich zu sehr in Gefahr begebe. Und zeigt mir hier meine Grenzen auf, aber ich vermute, dass hier nicht viel passiert. Ich glaube, wenn ich das Interieur irgendeines Cafés beschädige, dann werde ich daraus wahrscheinlich keine Items bekommen, ne? Die haben das hier, glaube ich, eher so ein bisschen realistisch gemacht. Entweder Kisten oder Truhen. So, kann ich hier eventuell was mitnehmen? Hier kann ich nichts zerstören auf jeden Fall. Hier auch nicht. Okay, was bist du für ein komisches Beatmungszelt? Kann ich hier? Ist das vielleicht die Toilette? Oh, guck mal. Guck mal, wie schön silbrig das aussieht. So, ja, sieht so aus, als könnte man hier ansonsten nichts weiter einsammeln, aber es scheinen auch keine Gegner nachzuspawnen, deswegen fühle ich mich gerade relativ sicher. Also ganz ehrlich, ich hätte jetzt hier vermutet, dass die kontinuierlich Gardisten nachspawnen lassen, wenn du hier in der Mitte rumläufst. Aber okay. Ist auch nett vom Spiel, dass man hier ein bisschen in Ruhe sich umschauen kann, habe ich auch keine Bauchschmerzen mit. So, den Brunnen habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt. Nicht, dass hier irgendwo am Brunnenland irgendeine Materie rumliegt, die gerne eingesammelt werden möchte von coolen Leuten, die es voll drauf haben. Und damit meine ich nicht mich, damit meine ich Cloud, ja, bevor hier Missverständnisse entstehen. So, Sektor 8 Station und City Hall. Okay, mal gucken, ob wir die City Hall heute noch erreichen. Ne, da kommen wir gerade her, ne? Ich glaube, da kommen wir gerade her. Alles klar. Ja, ich habe mich jetzt hier genug aufgehalten. Wir gehen ja schon weiter. Wir gehen ja schon weiter. Was war hier nochmal? Bin ich auch noch nicht gewesen, oder? Oh, erstmal schön Schilder kaputt machen. Aber ich glaube, das ist das geringste Problem, was diese Stadt hier gerade hat. So, dann lasst uns Leitern hochklettern. Da drüben! Feuer frei! Knallt ihn ab! Jo. Jetzt mal. Mal gucken, ob es euch gelingt. Ja gut, so langsam wie ich mich hier mal von A nach B bewege, haben sie wahrscheinlich ganz gute Chancen. Ich könnte jetzt auch nochmal zurück. Ich habe kurz überlegt. Aber ich glaube, das wäre dumm. Aber ich habe voll Bock zu leveln. Ich habe voll Bock, Stufenaufstiege zu generieren und stärker zu werden und alles und überhaupt. Der Gesuchte bewegt sich offenbar in Richtung Wohnviertel. Riegelt alle Zugänge ab. Ist voll gut, dass sie voll den Wegweiser für uns spielen. Ich weiß nämlich gar nicht, wo ich langlaufe. Aber dadurch, dass sie ihre coolen Funkdurchsagen machen, weiß ich voll gut Bescheid. Danke, dass ihr mir helft. Danke, dass ihr dem Mistkerl helft. Ich finde das sehr gut. Brauche ich keinen Reiseführer mehr. Wer solche Feinde hat, der muss kein Geld für Reiseführer investieren. So, da ist auf jeden Fall ein Kistchen. Was haben wir hier Schönes? Ich hätte am liebsten gerne eine neue Waffe. Eisenreif ist echt auch so ein Klassiker, ne? Den findest du neben Final Fantasy immer schon relativ früh. Ich hätte gerne eine Waffe, wo ich mehr Slots für Materia drin habe. Das wäre jetzt gerade tatsächlich mein allergrößter Wunsch. Aber wir nehmen auch das, was wir jetzt aktuell so kriegen können.
Ach so, hier. Hier gibt es extra einen Reifeslot. Habe ich vorhin noch festgestellt. Physische Abwehr, magische Abwehr plus 6. Sehr schön. Ein aus Eisen angefertigter Armreif, dem für seinen geringen Preis erstaunliche Kraft innewohnt. Moment, der hat einen Slot? Oder was ist dieses schwarze Pünktchen da drüber? Ja! Yeses! Jetzt kann ich endlich hier eine weitere Materia einsetzen. Zack, rein den TP-Booster. So muss das. Sehr schön. So macht das Spaß. Habe ich also eigentlich... Wo sehe ich, wie weit meine Materia-Auflevelung ist? Da oben, bei den FP. Okay. Ich habe nie so ganz genau darauf geachtet, was ich nach den Kämpfen an FP bekomme. Aber das werde ich ab sofort vielleicht tun. Denn, das ist somit die größte Motivation in Teil 7, finde ich, gewesen. Materia ausbauen, austauschen, weiterentwickeln, die Besten rauspicken und so. Ich bin sehr beruhigt, dass sie dieses Materia-System hier beibehalten haben. So. Uh-oh. Das sieht nach Hinterhof Kaschema aus. Aber wenigstens ballern die hier nicht mehr auf uns rauf. Das heißt, wir können ganz gemütlich runterklettern, Cloud. Mach ganz, ganz entspannt. Wir haben den ganzen Part Zeit. Und wenn wir den nur mit Leiter klettern füllen, egal. Sieht wenigstens schön aus. Ist zwar nicht mit Handlung verbunden, aber gut siehst du aus beim Leiter runterklettern. Ich weiß, das wird hier nicht wichtig sein, aber ich wollte es mal erwähnt haben. Jetzt wird was passieren. Wenn ich durch dieses Tor durchlaufe, wird alles eskalieren. Ich werde immer noch mal ganz kurz ein Heil-Itemchen zu mir nehmen. Jetzt habe ich nämlich doch ein bisschen Bammel. Guck mal, da ist nicht mal irgendwas verpufft. Alles richtig gemacht, oder? Nö, es ist ruhig. Okay. Also noch ist es ruhig. Da hinten habe ich die Gegner schon gesehen. Ja, das hören wir öfter. Aber das hören wir auch gerne. Was bist du für ein Gardist, Sturmgardist? Ist der neu? Ja, ja, der hat ein Schild. Holy, was mache ich? Zaubern, ne? Warte, warte. Hier, erstmal die normalen kleinen Schissgardisten aus dem Weg räumen. Damit die ihm hier nicht irgendwie Backup geben. Ah, oh, da ist er. Habe ich jetzt die anderen beiden? Ne, die habe ich gar nicht. Hier, dich will ich einmal bitte kaputt hauen. Dankeschön. So, und jetzt kümmere ich mich in aller Seelenruhe um dich. Dich will ich jetzt lernen zu verstehen, okay? So, ich versuche jetzt mal Folgendes. Ich gucke, ob dir Feuer wehtut. Ja, okay. Das war einfach auch die Lösung. Man musste einfach anzaubern. Ich dachte, jetzt geht der Kampf. Ich dachte, jetzt geht der erstmal los. Aber ein Feuerchen mochte der nicht. Okay. Hätte ich es auch beim Feuerzeug belassen können. Oder ich hätte ihn einfach hier reinschubsen können. Aber egal. Ende gut, alles gut. So, wer will als nächstes? Ich bin jetzt voll in der Kampfstimmung, ey. Ich habe jetzt schon wieder voll Bock hier. Bisschen Remi-Demi zu machen. Was haben wir da? Cadenza. Gab's das im Hauptspiel auch? Bellwood soll das wahrscheinlich sein, ne? Bellwood. Mich ein bisschen an Woolworth erinnert. So auf den ersten Blick, auch wegen den Farben. Aber es ist Bellwood. Holy moly, ey, die Grafik ist so gut, dass ich total überfordert bin, was das Absuchen angeht. Das ist echt bei alten Spielen so viel schöner. So diese Übersicht, die du dann einfach hast, ne? Weil die Möglichkeiten so begrenzt sind. Und hier hast du das Gefühl, dass wirklich hinter jeder Ecke was sein könnte. Und jedes Eckchen sieht anders aus. Also objektiv gesehen mega gut einfach. Subjektiv ist es mit dem Absuchen halt ein bisschen überfordernd. Aber das war mir auch vorher schon klar. Das Problem habe ich auch bei anderen Spielen, die halt neuer sind. Es ist halt ungewöhnlich, dass ich so ein relativ neues Spiel für meine Verhältnisse hier auf dem Kanal überhaupt Let's Play, ne? Ich weiß nicht, ob ich jemals... Doch, Nier Automata habe ich zum Release Let's Play. Und Castlevania Lords of Shadow 2, wo wir wieder beim Thema sind. Aber ansonsten, wenn das nicht direkt Release Let's Plays gewesen sind, bin ich eigentlich immer relativ weit in der Vergangenheit gewesen, so, ne? Das ist jetzt nach längerer Zeit mal wieder was Freshes, Neues. So, warte mal, einmal kurz die Karte checken. Ja, bevor ich jetzt wieder davon ausgehe, dass da eine Sackgasse ist. Nope, ist es nicht. Das ist, das ganze Gebiet ist einfach wie so ein dicker Schlauch. Das ist, ich will nicht sagen, dass das Schlauchlevel sind, weil du hier doch relativ viel so links und rechts noch absuchen kannst, so mit Abzweigungen und so. Aber wenn du rauszoomst, dann siehst du einfach einen überdimensionierten Schlauch. Was, wie gesagt, okay ist, ich glaube, laufe ich gerade wieder zurück. Ich habe das an anderer Stelle auch schon mal gesagt. Ich habe mit Linearität und solchem Levelaufbau gar kein Problem, solange mir das Gameplay Spaß macht und die Story halt irgendwie interessant ist. Ich brauche nicht so ultra komplexe Gebiete und Dungeons. Ganz im Gegenteil. Ich vermisse manchmal sogar ein bisschen Spiele,
Ja, jetzt bin ich wieder zurückgelaufen. Sorry, ich kann mir hier irgendwie nicht merken, wo ich schon geguckt habe und wo nicht. Ich begrüße das manchmal sogar, wenn ein bisschen Übersicht und Kompaktheit einfach beim Level- und Gebietsdesign wieder mit dabei ist. Aber dann meckern halt immer direkt wieder alle, ne? Wenn man halt so ein bisschen gewöhnt und auch verwöhnt ist von Spielen, die das halt anders handeln. Aber ich finde das eine nicht besser oder schlechter als das andere. Ich kann allem was abgewöhnen. Ich bin halt eigentlich voll der unkomplizierte Spieler. Ich bin relativ leicht zufriedenzustellen. Ich will nur nicht überfordert werden. Ich will, dass das Spiel mir klar und direkt sagt, was es will. Und ich bin immer sehr dankbar, wenn Schwierigkeitsgrade langsam anziehen. Ja, langsam. Ich will erstmal irgendwie 10, 20 Stunden im Spiel ankommen, bevor die mir die wirklich krassen Sachen vorsetzen. Aber da bin ich halt deutlich, deutlich langsamer als der Otto-Normalspieler draußen. So, warte mal, ist das hier der richtige Weg, weil da hinten eine Sackgasse ist? Oder sehe ich das falsch? Ich bin mir nicht sicher, was jetzt optional ist und was jetzt, wichtig ist, aber das finden wir hoffentlich raus. Ich finde das übrigens sehr gut, dass Cloud so hinrusht, wenn der Gegner weiter wegsteht. So wie... Oh, das sind die schon wieder. Warte. Die mögen mein Feuerchen. Sollen sie auch gleich kriegen. ATB-Balken, bitte füllen sie sich schneller auf. Vielleicht kann ich dann sogar gleich beide erwischen. So, nämlich genau jetzt. Oh oh. Irgendwas leuchtet. Irgendwas schmeißen die gerade auf mich, kann das sein? Jawoll! Oh, ich bin gestunt. Das hatte ich bisher auch noch nicht. Aber der Effekt, der hört irgendwann auf der Flucht, was? Wer ist auf der Flucht? Da oben stand gerade auf der Flucht, verstehe ich nicht. Was war das? Dachte das Spiel, dass ich jetzt vor dem Kampf flüchten möchte, oder was? Oder ist das der Missionsname? Ey, da hauen die mir hier einfach so eine Headline rein, ohne mir zu sagen, was sie mir damit sagen wollen. Okay, warte mal, ich hätte diesen Weg ja auch ablaufen können, das wäre kein Thema gewesen. Oh, da ist ein Kistchen. Hello. Hello, my dear Kisse. Gib uns was Schönes. Ether. Ja, warte mal, was sagt mein Ether? Ich bin bei MP20. Warum auch immer, ich nutze eigentlich in fast jeder Begegnung mindestens einen Zauber. Ich habe noch nicht so ganz durchgeblickt, was dazu führt, dass ich mein Ether wieder auffüllt. Aber auch das werde ich sicher zu gegebener Zeit noch rausfinden. So, hier haben wir aber keine Kisten oder irgendwas anderes, ne? Hier in diese ganzen Hinterritzen kannst du auch nicht. Kannst du dich auch nicht durchquetschen? Und hier hatten wir die Kiste. Okay. So, hier gab es ansonsten nichts und hier geht's wieder runter. Gut, habe ich verstanden. Hier läuft er auch nicht lang, obwohl er eigentlich hinpassen würde oder durchpassen würde. Und was war jetzt auf der anderen Seite los? Konnte ich da auch irgendwie nach oben? Das sieht voll begehbar aus. Sorry, dass ich jetzt schon wieder so weit zurücklatsche, aber. Da ist bestimmt auch ein Secret versteckt, oder? Guck mal. Da kommst du nämlich nicht einfach mal so von der Seite reingehüpft. Ich wette, die geben uns hier gleich auch eine schöne Belohnung. Erstmal schön das Fahrrad durch den ganzen Bildschirm schmeißen. Kann man mal machen. So, komme ich hier irgendwo rein? Cool wäre es ja, wenn man doch ins ein oder andere Gebäude rein könnte, ne? Und nein, ich meine nicht nur zum Plündern. Einfach mal, um zu gucken. Vielleicht eine Schatzkiste mitzunehmen. Und nicht um zu plündern, sondern um die Leute, um ihren Ballast zu erleichtern, um ihnen was Gutes zu tun. Dann haben sie wieder Platz für andere schöne Dinge. Achso, das sind Sturmgardisten. Oh, warte. Ich weiß doch, was ich jetzt zu tun habe. Grenadier, nee, bitte einmal auf den Sturmgardisten zaubern. So, ich bin sehr, sehr glücklich, dass die One-Hit sind, weil das wäre ansonsten hier ein bisschen tricky. Ich wollte mir eigentlich auch mal angucken in aller Ruhe, wie ich blocke. Ah, es gibt bestimmt im Tutorial, also im Menü, noch die Möglichkeit, sich die Tutorials nochmal aufzurufen, ne? Da kann ich das auch nochmal abchecken, aber ich habe keine Lust. Ich will das Learning by Doing mäßig hier machen, aber die Kämpfe... Ich weiß nicht, ich traue mich irgendwie nicht, Experimente durchzuführen, weil die Gegner hier halt doch relativ viel Schaden austeilen. Oha, da sind die Schienen. Ich werde mich nicht ergeben. Wer ist denn die Dame da auf dem Bild? Kennen wir die? Keine Ahnung, was geht hier ab? Da sind Hunde und Gardisten. Da sind schon wieder die Feuer... Die Sturm... wie hießen die Sturmgardisten? Irgendwas mit Sturm. Den Rest habe ich schon wieder vergessen. So. Sturmgardisten. Ja, doch. Das war schon...
Das war schon richtig. So. Jetzt brauche ich... Moment. Dich will ich einmal anvisieren. Nein, ich will nicht dich anvisieren. Ich will dich anvisieren. Dann... Ich muss... Ey, ich habe immer noch Schwierigkeiten, die Tastenbelegung hier zu raffen. Aber... Habe ich jetzt... Ja, ich habe den richtigen angegriffen. Okay. So, dann kann ich mich jetzt nämlich auf die Hunde konzentrieren. Und... Warum kann ich nichts auswählen? Achso, mein ATB-Balken ist noch nicht. Der eine ist noch nicht voll. Fällt der Hund gerade über mich her? Bin ich tot? Immobilisierung. Ich hatte aber noch Energie. Mein Name war aber rot. Einige Gegner verfügen über Angriffe, die nicht geblockt werden können. Ich kann eh nicht blocken. Und ihre Ziele bewegungsunfähig machen. Wenn du immobilisiert wurdest, solltest du zu einem anderen Mitglied der Gruppe. Ja, toll. Geht gerade richtig gut. Wechseln, wenn du weiterhin angreifen möchtest. Und wenn ich den nicht zur Auswahl habe, was dann? Au. Au. Stehen wir auch wieder mal auf, Cloud? Oder war es das jetzt? Nee, wir stehen auch wieder auf. Das ist sehr hilfreich. Alles klar. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. So, Impulsieb. Das war der Plan, ne? Den ich mir heute ausgearbeitet habe. An dem halte ich jetzt auch fest. So, können Sie bitte einmal in den Schockzustand kommen? Oder müssen wir nachhelfen? Was leuchtet hier so? Ist das Schock? Was habe ich denn da gerade gemacht? Ich habe gerade irgendwas ausgewählt, was ich nicht auswählen wollte. Aber egal. Jetzt ist er im Schock. So, jetzt kann ich den auch so platt machen. Nehme ich mein ATB-Zeug für den nächsten auf. Fertigkeiten. Impulsi. Go, 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 go. Jawoll, ja. So, und jetzt noch einmal Zauber hinterher. Und dann war es das mit dir, Hundi. Nichts mehr mit Immobilisierung hier. Sehr interessantes Wort auf jeden Fall. Spannend, dass ich mich bei dem Wort nicht verhasple, ne? Aber bei denen, die eigentlich ganz einfach sind, da verknote ich mir dann ständig die Zunge. So. Hier habe ich gerade schon geguckt. Hier war nichts. Was sagt meine Gesundheit? Meine Gesundheit sagt, sie könnte einen kleinen Boost vertragen. Heiltränke haben wir in Hülle und Fülle. Also auf. So. Was haben wir hier Schönes? Oh. Ich habe eine Mogri-Medaille gefunden. Was ist das denn? Was ist denn eine Mogri-Medaille? Erzähl mal. Sag mal an, Menü. Wir sind ganz Ohr, da habe ich sie gesehen. Eine Medaille, in der das Abbild eines Mogris eingraviert wurde. Ein begehrtes Sammlerstück. Es könnte sich lohnen, mehr davon zu sammeln. Mhm. Die sehen auf jeden Fall sehr hübsch und sehr cute aus. Ich möchte auch so eine Mogri-Medaille. Warum war so eine nicht in meiner Spezialedition mit drin? Ich weiß gar nicht, wie meine Edition heißt. Irgendwas. Nicht die extrem pimpige. Da war vielleicht so eine Medaille drin, keine Ahnung. Aber in meiner nicht. Eine Blume, die Blumenverkäuferin aus Sektor 8 dir geschenkt hat. Die hat übrigens auch einen Namen. Also, wollte ich nun mal so anmerken. Das wissen die Entwickler bestimmt nicht, dass sie einen Namen hat. Nein. Okay, ich glaube schon wieder extrem Bullshit. Wir spielen einfach weiter, okay? Sorry, dass ich heute so redselig bin, aber ich bin schon wieder mega gehypt, dass ich endlich wieder weiterspielen kann. Weil ich das eigentlich vor ein paar Tagen schon machen wollte und jetzt die Pause wieder so lang war. Und ich jetzt endlich wieder Final Fantasy spielen kann. Ich bin einfach in the mood, wenn ihr versteht. So, wir haben zwei Wege. Links sieht nach Sackgasse aus. Warte mal. Ja, geradeaus ist sowieso auch richtig. Das heißt, einmal hier abbiegen. Oh, der schimmert schon ganz verheißungsvoll. Eine Kiste. Schon wieder eine Mogri-Medaille. Cool. Weiß ich nicht, man kann die bestimmt irgendwann einlösen gegen irgendwas Praktisches, Sinnvolles, Cooles. Bitte da nicht zu sehr ins Detail gehen. Würde ich mich durchaus gerne überraschen lassen. Es sei denn, ich übersehe irgendwann mal irgendwo eine Möglichkeit, was mit den Medaillen zu machen. Und ja, keine Ahnung. Bin ich gespannt. Mogri-Medaillen gab es nicht im Original, oder? Oder habe ich da schon wieder irgendwas nicht auf dem Schirm? Ich kann mich nicht dran erinnern. Das ist, glaube ich, ein komplett neues Feature. Feature. Könnte man auch sagen, wenn man es ganz genau vorliest. Und so richtig, richtig falsch. So, aber die Kisten zerstören kann auf jeden Fall helfen. Mogri-Medaillen zusammen. Das habe ich jetzt gelernt. Ich hoffe, dass ich in der Vergangenheit keine Kistenhäufchen übersehen habe. Vielleicht kommt die Das könnt ihr mir sagen, wenn ihr das wisst. Ob die Mogri-Medaillen feste Spots haben. Oder ob die random irgendwo auch zusammen sind, wenn man halt Zeug zerstört. Oh, oh. Die Ratte sind fest. Jetzt hat dein Spiel ein Ende. Also
Also ich finde Ratten sehr süß. Mich kannst du damit nicht beleidigen. Aber netter Versuch. Vielleicht fällt ja beim nächsten Mal irgendwas Besseres ein. Danke für das Kompliment. Dankeschön. So. Wo war hier? Irgendwo waren auch Sturm-Dings dabei. Ey, der Sturmgardist hat voll seine Deckung aufgegeben gerade. Der Depp, guck mal, eiskalt ausgenutzt hier. Der ist fast tot. Hat ihn fast sein Leben gekostet. Also hat ihn... Ja, der Move hat ihn fast sein Leben gekostet. Sein Leben verliert er sowieso, wenn er uns über den Weg läuft, aber... Ich wusste gar nicht, dass sie ihren riesen Schild auch mal runternehmen. So, hier ist der Nächste. Hier ist der Nächste. Da, bisschen Feuerchen. Würde ich ja vorher am liebsten nochmal... Oh, 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 ein Gongaga-Kommandeur. Du bist hier der Obermacker, ne? Du hast deine Leute wahrscheinlich instruiert, heute Morgen Feinde als Ratten zu betiteln. War eine schlechte Idee, Kumpel. War eine schlechte Idee. Wenn du an meine Moral ran willst, dann muss dir was anderes einfallen. Also bei dem ist es auf jeden Fall nicht mit einem Feuerchen getan. Hallo, Klaute, du sollst schon dahin angreifen, wo ich auch hingucke und wo sich auch Gegner befinden, idealerweise. So, warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken, weil meine Dings wieder voll sind. Meine ATB-Balken. Oh, der ist gerade schockanfällig. Nein, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen Potenzial verschwendet. Einmal bitte. Nein, das kam zu spät. Egal. Kriegen wir den. Immer dran denken. Das ist, nichts ist so schlimm wie der Boss, mit dem ich so mein Trouble hatte in der zweiten Folge. Au. Ungeil. So, was mache ich denn jetzt mit dir? Ich habe bestimmt irgendwann mal was gelernt in den letzten Folgen, was mir helfen würde, sein Schild irgendwie aus dem Weg zu räumen. Ich bleibe jetzt einfach bei Feuer. Ah, guck mal, jetzt ist er schockanfällig. Jetzt ist er schockanfällig. Jetzt können wir ihm ein bisschen was mitgeben. So, eventuell... Nein, jetzt habe ich keine MP mehr. Ungeil. Dann machen wir jetzt einfach mit einem Mutangriff hier eventuell noch ein bisschen was. Kam das zu spät? Das hat nicht den Schaden gemacht, den ich gerne gehabt hätte. Okay, wenn ich jetzt aber kein Feuerchen habe, wie mache ich das? Vielleicht den Hinterrücks angreifen? Ja, der kam gerade ein bisschen was bei rum. Ja, okay, wenn der angreift, okay, so geht's auch. So geht's auch. Mit Feuer ist natürlich deutlich komfortabler, aber so kriegt man den auch dann. Oh, ich habe sogar ein MP-Pünktchen gerade bekommen. Cool, also kriegt man die im Kampf auch ab und zu mal so ein bisschen aufgefüllt. Keine Ahnung, ob das mit der Zeit kommt oder indem man bestimmte Angriffe vom Stapel lässt oder so, aber... So, warte mal, dann nehmen wir jetzt nochmal den Mutangriff. Dann könnte es das auch schon fast gewesen sein. Jawohl! Einkreisen! Stopp den! Sektor 8, Chor 2. Wir haben den Mann. Festnahme folgt! Hey! Wo hast du das... Ja. Tschüss. Hat wohl nicht so ganz geklappt. Armer Cloud, wo bleibt er denn nur? Ist doch kein Grund zur Sorge. Dem ist schon nichts passiert. Ihr habt selbst gesehen, was der kann. Die Jungs von Soldat sind halt eine andere Liga. Ja, ich hoffe, dass er bleibt. Na, da bist du ja endlich. Hä? Wolltest dich wohl vor der Arbeit retten, was? Shinra war uns auf den Fersen, also habe ich sie aufgemischt. Ich wollte euch Ärger am Bahnhof ersparen. Nicht schlecht. Na, was habe ich gesagt? Ja. Warte. Ich muss euch da noch etwas Wichtiges sagen. Ja? Draußen waren unsichtbare Wesen. Ah? Hä? Wie Geister in langen Roben. Klingt eher sichtbar. Erst später. Nachdem sie mich berührt hatte, denke ich. Eine neue Shinra-Waffe? Bestimmt hast du vor Angst halluziniert.
Vergesst es. Ich hätte nicht sagen sollen. Ab ins nächste Abteil. Ganz schön voll. Ja, allerdings. Will halt jeder raus aus dem Sektor. Was gibt's da zu meckern? So fallen wir weniger auf. Wir sehen uns bei Ankunft vorne im Zug. Ich frag mich gerade, wann dieser Moment gewesen sein soll. Mit den Geistern. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht dran erinnern, wo er da Geister gesehen haben will. War das jetzt in der Folge? Oder war das auf einen Moment bezogen, der ein bisschen weiter zurückliegt mit Blick auf die letzten Parts? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber okay. Vielleicht wird das ja noch weiter vertieft. Oder ich habe, wenn ich irgendein Video schneide, nochmal irgendwie einen Aha-Moment oder so. Gut, ihr Lieben, ich werde an dieser Stelle den Part beenden. Bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!